herzlich willkommen bei der Veranstaltung zu Bayerns beste Independent-Bücher und der Verlagsprämie des Freistaats Bayern. Mein Name ist Sarah Käsmeier, ich bin Verlegerin des Augsburger Maro Verlags und neben mir begrüße ich sehr herzlich Frau Dr. Elisabeth Donajou. Sie ist Ministerialrätin im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und dort Referentin für Literaturförderung und kulturelle Teilhabe. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt hier zusammen auf dieser Bühne sitzen und zwei Maßnahmen des Freistaats Bayern vorstellen dürfen, wie unabhängige Verlage dort seit 3 Jahren gefördert werden. Und wir haben die Veranstaltung zweigeteilt geplant. Im ersten Teil geht es um die Maßnahme Bayerns beste Independent-Bücher und im zweiten Teil um die sogenannte Verlagsprämie. Und in beiden Teilen werden gleich VerlegerInnen und BuchgestalterInnen etc. hier vorkommen und einzelne Titel präsentieren. Und wir erklären kurz, worum es insgesamt geht und geben dann sozusagen die Bühne frei. Und bevor wir jetzt gleich eben zu den einzelnen Titeln kommen, ist ja die große Frage, warum gibt es überhaupt diese Förderung? Was war der Anlass dafür? Und Frau Donajou und ich, wir kennen uns seit 2017. Da hat der Maro Verlag den Bayerischen Kleinverlagspreis bekommen, den es inzwischen aber nicht mehr gibt. Und die große Frage ist, warum gibt es den eigentlich nicht mehr und wann gab es den und wie kam es eigentlich dazu? Ja, herzlich willkommen auch meinerseits, liebe Frau Käsmeier. Vielen Dank für die schöne Einführung. Die Preisverleihung damals mit dem Maro Verlag habe ich auch in bester Erinnerung. Das war doch ein rauschendes Fest. Also war schon ganz schön damals mit dem Bayerischen Kleinverlagspreis auch. Und ich möchte jetzt als allererstes einen Gruß von unserem Staatsminister Markus Blume voranstellen, der sehr überzeugt davon ist, was die unabhängigen Verlage in Bayern leisten. Kreativität, Herzblut, feines Gespür für literarische Entdeckung, eine gehörige Portion unternehmerischer Mut. Und er sagt eben, mit dieser großartigen Mischung bereichern Independent-Verlage die bayerische Bücherlandschaft. Eben herzliche Grüße an Sie alle. Und Sie hatten gefragt, wie war denn die Vorgeschichte? Tatsächlich war das so, dass das Kunstministerium in Bayern die unabhängigen Verlage von Anfang an auf dem Schirm hatte. Von Anfang an heißt, wir haben 2009 ein Literaturförderprogramm auf die Beine gestellt und da gab es von Anfang an auch einen, damals nannten wir den Bayerischen Kleinverlagspreis, verbunden mit einem Bewerbungsverfahren. Der Börsenverein war in der Jury. Das Literaturhaus hat sich engagiert. Bewerben konnten sich damals Verlage mit maximal einer 1 Million Euro. Und damit Umsatz. Umsatz, ja. Genau. Und damit war Bayern schon, das muss man sagen, eines der ersten Bundesländer, das einen Preis ausgelobt hat für unabhängige Verlage. Und dann war es eben so, 2018 haben wir den Preis ausgesetzt. Warum? Weil inzwischen die unabhängigen Verlage sich als Gemeinschaft sehr stark formiert hatten und viel erreicht haben auf Länderebene, auf Bundesebene. Andere Bundesländer haben hochdotierte Preise ausgelobt und dann eben auch die Bundeskulturstaatsministerin Grütters hat den großen Verlagspreis ausgelobt mit einem Riesenbudget. Und da mussten wir uns natürlich auch was Neues überlegen. Ja. Der Deutsche Verlagspreis war definitiv so ein Moment, in dem die Diskussion auch in die breitere Öffentlichkeit, denke ich, geraten ist, was eigentlich unabhängige kleine Verlage leisten und wie sie arbeiten und auch unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Und in unserem Fall auf der bayerischen Ebene war eine Initialzündung 2019 ein offener Brief, den eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen unterschrieben haben. Und den hat Manfred Rothenberger von Starfruit Publications verfasst. Und in diesem offenen Brief hat er sich eben direkt an Sie auch gewandt und darauf hingewiesen, dass eben viele unabhängige VerlegerInnen unter Prämissen sozusagen arbeiten, wo die ökonomischen Faktoren hinten anstehen und es nicht möglich ist, damit ausreichend Geld zu verdienen, wenn man herausragende Projekte machen will, zum Beispiel auch übersetzte Projekte und so weiter.
Und er hat auch darauf hingewiesen, dass es in anderen Kulturbereichen, im Theater, bei Programmkinos und so weiter, durchaus gang und gäbe ist, Kultur zu fördern und anerkannt wird sozusagen, dass auch Unternehmen, die wirtschaftlich handeln, eine große Kulturarbeit leisten. Und mit diesem offenen Brief sind wir damals auf Sie zu und Sie haben schnell reagiert und uns eingeladen zu Austausch und Gespräch. Und ich kann nur sagen, wir sind bis heute wahnsinnig dankbar für dieses offene Ohr. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Es ist natürlich immer hilfreich, wenn ein Anstoß von außen kommt, wenn diese Initiative von der jeweils betroffenen Gruppe kommt. Und diese Initiative war einfach einfach ein großer Push. Und dann haben wir einen offenen Call for Papers ausgerufen. Also ich bin einfach der Überzeugung, solche Prozesse müssen partizipativ laufen, weil, also mit den Geförderten zusammen oder den Zufördernden, weil nur dann einfach der Bedarf wirklich fundiert eruiert werden kann. Das heißt, wir haben Call for Papers gemacht. Alle unabhängigen Verlage konnten Vorschläge einreichen. Dann haben wir einen runden Tisch gemacht, da wurde das alles ausgewertet, gebündelt und es haben sich dann so zentrale Vorschläge, Forderungen daraus formiert. Es ist daraus auch eine Kerngruppe der unabhängigen Verlage hervorgegangen, die wirklich als ganz tolles Beratungsgremium weiter tätig sind und wir haben regelmäßig Treffen. Da gehen sehr viele wertvolle Impulse davon aus. Natürlich mussten wir dann unsere Förderrahmenbedingungen berücksichtigen. Wir konnten die Förderungen nicht eins zu eins umsetzen, aber wir haben, glaube ich, gute Lösungen gefunden. Ja, und genau um diese zwei Lösungen soll es jetzt gehen. Und erstmal eben um die Initiative Bayerns Beste Independent Bücher. Und es wäre schön, wenn Sie die nochmal ganz kurz vorstellen, was es für eine Idee dahinter ist. Ich möchte da nochmal dran anknüpfen, was war das zentrale Anliegen der VerlegerInnen? Das war eben weg von der Auszeichnung für einen Verlag, wie beim Kleinverlagspreis, hin zu einer Vorstellung und Publikmachung der konkreten Buchtitel. Also das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Schritt und das konnten wir eben wirklich umsetzen mit zwei Maßnahmen. Die eine Maßnahme ist die Empfehlungsliste, da sehen Sie gerade auch ein Beispiel, Bayerns beste Independent-Bücher, eine undotierte Empfehlungsliste. Darüber hinaus gibt es dann noch die Verlagsprämien, auf die kommen wir nachher nochmal zurück. Genau, mit dieser Empfehlungsliste werden jedes Jahr 10 Titel ausgezeichnet. Sie ist undotiert und es gibt eine Jury, die über die Vergabe entscheidet. Aufgrund von was? Also Voraussetzung ist nach wie vor die Umsatzgrenze 1 Million. Es gibt bestimmte Kategorien für die Bewerbung, Belletristik, Lyrik, Graphic Novel, Bibliophiles, das Sachkunstbuch. Also es sollte irgendwie Kinder- und Jugendliteratur sollte in diesen Kategorien einzuordnen sein. Und dann natürlich müssen die VerlegerInnen die besondere Qualität dieser Publikation darstellen in einem Bewerbungsbogen. Und dann setzt sich die Jury damit auseinander. Ja, und letztendlich, das war auch ja die Grundidee, warum es eben um einzelne Buchtitel gehen soll, war die Frage, ja, wie kann Sichtbarkeit für kleine unabhängige Verlage generiert werden? Eben auch dadurch, dass Menschen in Buchhandlungen überhaupt erfahren, dass diese Bücher erscheinen. Und deswegen ist praktisch im Anschluss an diese Auszeichnung sind Sachen entstanden, wie kann jetzt die Öffentlichkeit informiert werden? Und da gibt es unter anderem eine Broschüre, die auf diesen Stühlen auch ausliegt, aber es gibt noch darüber hinaus einige weitere Maßnahmen. Genau, also wir haben das eben auch immer im laufenden Austausch weiterentwickelt und entwickeln es weiter, verschiedene Materialien, Plakate, ein Webbanner, Aufsteller, Roll-ups und diese Materialien sind kostenfrei bestellbar, ebenso eben wie dieser Folder oder sie sind downloadbar und wir versuchen jetzt im Weiteren so eine Kampagne zu starten, dass Buchhandlungen, Veranstalter, Bibliotheken Büchertische machen,
möglicherweise auch Veranstaltungen, um einzelne Titel vorzustellen. Also das entwickeln wir weiter und arbeiten da eben auch mit Partnern zusammen. Der Börsenverein unterstützt uns, das Literaturhaus und wir versuchen Auftrittsmöglichkeiten, wo es eben geht, für diese 10 Titel zu bekommen. Also zum Beispiel hier um die Ecke beim Explore Media in Bavaria Stand, den Sie hier um die Ecke finden, oder auch beim Markt der unabhängigen Verlage, andere Bücher im Literaturhaus München am ersten Adventswochenende bei der Regionalbuch, dass ich es richtig sage, Regionalbuchmesse Oberpfalz, da hat sich das Literaturhaus Sulzbach-Rosenberg engagiert und wir haben viele Partner, die uns hier unterstützen, Bayerische Staatskanzlei, ich möchte die kurz nennen, weil wir wirklich ohne die nicht so weit gekommen wären. Frau Besel von der Staatskanzlei, natürlich dem Herrn Dr. Beck-Schulte vom Börsenverein, ganz herzlichen Dank und seinen Kolleginnen, Frau Tanja Graf, Alke Wendland vom Literaturhaus München und Patricia Preuß, Programmleiterin vom Literaturhaus Sulzbach-Rosenberg. Ja, am Stand hier bei Explore Media sind auch wirklich alle 10 Titel ausgestellt. Also herzliche Einladung, dort vorbeizugehen und sich die Cover, die Sie sehen, praktisch dort nochmal in aller Ausführlichkeit anzugucken. Und so kommen wir jetzt auch zur ersten Bühnenübergabe. Und zwar einer der Titel, der dieses Jahr mit Bayerns beste Independent-Bücher ausgezeichnet wurde, ist Emma Bonn, 1879 bis 1942 von Angela von Ganz, der in der Strux-Edition erschienen ist. Der Untertitel lautet Spurensuche nach einer deutsch-jüdischen Schriftstellerin. Und ich möchte die Jury hier zitieren, die sehr beeindruckt von diesem Unterfangen war, eine jüdisch-deutsche Schriftstellerin aus der Vergessenheit zu holen. Emma Bonn bewegte sich im Umfeld von Thomas Mann und Bruno Frank, lebte in Feldafing am Starnberger See. Also wir haben ja auch einen guten Bayern-Bezug und dann ist sie leider 1942 in das sogenannte Altersghetto Theresienstadt deportiert worden und dort auch gestorben. Emma Bonn hat ein lyrisches und ein Prosawerk hinterlassen und tollerweise macht die Strux-Edition auf dieses besondere Leben und Werk aufmerksam, macht das wieder zugänglich. Wir hören jetzt die Vorstellung durch Annette Strux selber, die Verlegerin, und Matthias Mielitz, der das Buch begleitet und gestaltet hat. Wir haben das Buch nochmal mitgebracht. Herzlich willkommen hier. Wir freuen uns, dass wir unseren Verlag vorstellen dürfen. Wir hatten das Glück dieses Jahr, dass wir nicht nur diesen Auszeichnung Bayerns beste Independent-Bücher bekommen haben, sondern auch die Verlagsprämie. Also das ist wunderbar. Emma Bonn, es liegt uns besonders am Herzen, weil wir uns für biografische Belletristik gewählt haben. Und als die Autorin Angela von Ganz an uns herantrat mit der Bitte, also ich habe hier, ich möchte über eine entfernte Verwandte was schreiben und eine wunderbare Lyrikerin, Dagmar Nick, ebenfalls an uns herantrat, gesagt hat, ich habe hier Gedichte zugesandt bekommen und ich finde die zum Teil sehr schön. Wollen Sie nicht was drüber machen? Haben wir sofort Ja gesagt. Und das Buch hat sich sehr schnell eigentlich zu einem ganz großen Herzensprojekt entwickelt, sehr aufwendig in der gemeinschaftlichen Arbeit daran, weil wir mit der Autorin nicht nur die Gedichte und diese Spurensuche gemacht haben, wir sind mit ihren Archive gegangen, zum Staatsarchiv. Wir haben mit ihr im Grunde die Familiengeschichte auch aufgerollt und fanden das sehr anrührend. Also Emma Bonn und auch die Familie Bonn und auch die Familie Ganz sind alteingesessene jüdische Familien aus Frankfurt, waren auch da hier schon in der Judengasse, sind hier schon genannt ganz früh. Und Emma Bonn war natürlich eine Frau. Und in dem patriarchalen System der jüdischen Familien noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts war es überhaupt nicht vorgesehen, dass Frauen irgendwie nach draußen treten, dass sie künstlerisch aktiv werden. Und
Emma war eben ein besonderer Fall. Sie war auch nicht ganz gesund, also sie hat immer mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Aber sie hat eben geschrieben und hat autobiografische Romane geschrieben, lebte nachher in Feldafing, was ein ganz besonderer historischer Ort ist. Also ich kann jedem empfehlen, sich mit der Geschichte von Feldafing auseinanderzusetzen. Da spielt natürlich Reichtum rein, aber auch sehr viel Nazi-Vergangenheit. Und dass sie nach Theresienstadt transportiert wurde und man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie sich da selbst das Leben genommen hat. Das ist einfach irgendwie, war uns umso wichtiger, hier einfach nochmal Arbeit zu leisten und jemand ins Licht zu holen, der sehr schön geschrieben hat und eben nie ganz ernst genommen wurde, weder von der Familie noch natürlich auch von Thomas Mann oder Bruno Frank. Also das wurde immer ein bisschen belächelt. Was sagst du? Also der Matthias Mielitz ist Buchgestalter bei uns, Verlagspartner, und der hat genauso intensiv an diesem Buch mitgearbeitet. Das Schöne ist, dass es uns eigentlich gelungen ist, kann ich jetzt mal ganz einfach sagen, dass Emma Bonn wieder ein sehr schönes Gesicht bekommen hat. Denn die Entwicklung dieses Covers war nicht ganz einfach. Was zur Verfügung gestellt wurde von der Autorin, war erstmal ein Bild, eine Fotografie, die von Emma Bonn existiert, wo sie sehr, sehr leidend ist, was sie tatsächlich auch war. Und komischerweise hat man sich eigentlich begnügt mit diesem Bild. Das ist für uns natürlich ein No-Go gewesen, dieses Bild aufs Cover zu tun. Wir haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Da muss es was anderes geben. Wir haben es mit einer Künstlerin zu tun. Und dann tauchten ganz klar Bilder auf, Fotos aus Kinderzeiten, und dann tauchte dieses Bild auf, von dem wir bis heute nicht wissen, wo es ist, und wir auch nicht ganz sicher wissen, von wem es ist. Ich persönlich bin mir fast sicher, es ist ein Porträt von dem Emil Orlik, weil Emma Bonn hat sich von ihm auch anfertigen lassen, ist auf dem Rückcover abgebildet, das Ex Libris, und es existiert auch noch ein Ex Musica. Das heißt, also sie hat Kontakt zu ihm gehabt, und es muss, denke ich, in ihren besten Zeiten gewesen sein, dass dieses wunderschöne Ölgemälde wahrscheinlich angefertigt wurde. Es existiert nur bis jetzt bei uns eine Kopie von einem Foto in Schwarz-Weiß. Trotzdem haben wir gesagt, normalerweise sagen ja die Buchgestalter immer, Mai, was ist das für eine Qualität? Also wir haben geschraubt, getan, gemacht, weil das soll aufs Cover, weil Aufgabe war ja bei diesem Buch, sie muss wieder ans Licht, die gute Emma, und sie muss auch nicht leiden, sondern als kreative, empfindsame Persönlichkeit, die tolle Texte verfasst hat, und ich denke, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Buch. Genau. Okay, dann vielen Dank, dass wir das vorstellen durften. Dann gebe ich weiter die Staffelholz. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Strux. Wir kommen zum zweiten Teil, zur Verlagsprämie des Freistaats Bayern, von dem auch der Maro Verlag schon profitieren durfte. Und deswegen weiß ich auch, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass es solche Fördermaßnahmen gibt. Das dahinter steckt nämlich nicht so wie bei Bayerns Best Independent Bücher eine Summe Geld. Wie läuft das ab? Also die Verlagsprämien sind sozusagen der zweite Teil dieses Fördermodells. Da geht es darum, dass noch nicht publizierte Projekte unterstützt werden. Dahinter steckt jetzt natürlich auch die Idee der VerlegerInnen, die sich natürlich eine strukturelle Verlagsförderung wünschen, mit dem sie arbeiten können. Also mit Geld, um dann einfach über einen längeren Zeitraum Bücher zu machen. Und da stoßen wir als Ministerium, wenn ich das kurz einflechten darf, an die Grenzen. Wir sind eben das Kunstministerium, wir können Auszeichnungen vergeben, wir können Literatur fördern, aber wir können jetzt nicht Verlage über einen längeren Zeitraum fördern. Das ist ein
einfach schwierig. Aber da gibt es im Übrigen auch eine Diskussion auf Länderebene und auf Bundesebene zu diesem Thema. Wir haben einen ganz pragmatischen Weg gewählt. Wir haben gesagt, wir machen eine Auszeichnung für ein tolles Verlagsprogramm und für ein besonders vielversprechendes Projekt, das dann auch von den VerlegerInnen in dem Bewerbungsbogen dargestellt wird. Und die Jury entscheidet dann eben auf der Basis dieser Beschreibungen. Und dafür gibt es dann 5.000 Euro und wir können 10 Projekte auszeichnen bzw. fördern. Also immerhin 50.000 Euro fließen in Bayern in die Verlagsförderung, abgesehen von den Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und die Qualität sozusagen oder wie man sich dafür bewirbt, dort wird auf dem Bewerbungsbogen abgefragt, der besondere künstlerische Aufwand zum Beispiel oder warum ist es wahrscheinlich herausfordernd, das Buch auf dem Markt bekannter zu machen. Das kann zum Beispiel damit zu tun haben, dass es eine neue, noch unbekannte Stimme auf dem deutschsprachigen Markt wäre. Und Sie hatten ja gerade schon die Jury erwähnt. Die entscheidet dann auf Basis eben dieser Angaben von den Verlagen. Wer ist eigentlich in der Jury? Ich glaube, die Liste haben wir noch gar nicht genannt von diesen. Das stimmt. Die Jury sollten wir natürlich auch erwähnen und ihr an dieser Stelle auch danken. Also wir haben das Spektrum von Verlagen, Buchhandlungen, Veranstaltern, die Kurt-Wolf-Stiftung darin abgebildet, auch Personen, die den kreativwirtschaftlichen Blick haben. Kinder- und Jugendliteratur bekommt einen besonderen Fokus. In diesem Jahr haben mitgewirkt Tanja Graf, Leiterin des Literaturhaus München, die Buchhändlerin Gabriele Kellner von Barbaras Bücherstube in Moosburg, die auch Bayerns Buchhandlung des Jahres, also als Bayerns Buchhandlung des Jahres ausgezeichnet wurde, weil wir haben auch einen Preis für Buchhandlungen. Dann Carola Kupfer, sie ist Schriftstellerin, sie ist Präsidentin des Bayerischen Landesverbandes der Kultur- und Kreativwirtschaft und Vorsitzende der Regionalgruppe Ostbayern des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Bayern. Der Verleger Manfred Metzner des Heidelberger Verlags, das Wunderhorn, der lange Jahre Vorsitzender der Kurt-Wolf-Stiftung gewesen ist, Patricia Preuß, Programmleiterin des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg und Frau Dr. Christiane Rabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Bubenburg als Spezialistin für Kinder- und Jugendliteratur. Ja, und jetzt geben wir gleich wieder die Bühne frei für insgesamt 3 Titel, die mit einer Verlagsprämie ausgezeichnet worden sind in den letzten 3 Jahren. Also das sind 3 Titel, die inzwischen eben dann auch erschienen sind. Und den Anfang macht der Verlag und Töchter mit dem Titel Schwarz wird groß geschrieben, einer Essaysammlung, herausgegeben von Evin Orbulom mit Rosa Mack. Und der Untöchter Verlag ist ein noch relativ junger Verlag aus München, der sich den aktuellen Themen verschrieben hat, zum Beispiel Klimaschutz und Rassismus, und auch noch unbekannten Stimmen aus der Literaturwelt eine Plattform bietet und dabei aber auch das Genre Buch sprengt und zum Beispiel Podcasts und Literaturabende, Podcasts produziert und Literaturabende veranstaltet. Und in dem Projekt Schwarz wird groß geschrieben geht es um das Thema Rassismus. Dieses Buch richtet sich besonders an die afrodeutsche Community, insbesondere an die Gruppe der Flinta, Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre, trans, agender. Damit füllt das Buch eine Lücke, findet die Jury, da es auf diesem Gebiet kaum Titel gibt und gibt viele Anstöße für einen wichtigen gesellschaftlichen Diskurs. Hinzu kommt, dass der Titel nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip und klimapositiv, also nachhaltig, gedruckt wird. Wir geben das Wort an die Verlegerin Elena Strassel. Hallo, danke schön. Ich habe unser Buch auch dabei, aber ich merke, dass wir seit 10 Minuten schon hier zu sehen sind. Auf jeden Fall danke dafür, dass es genau hier angehalten hat bei unserem Buch. Ich heiße Elena Strassel, ich bin eine der 4 Verlegerinnen im Untöchter Verlag. Wir sind ein unabhängiger Münchner, frauengeführter, junger Verlag und haben uns spezialisiert auf populäres Sachbuch, aber vor allem zu politischen, feministischen Themen. Und wie gerade schon angesprochen, wir verlegen nicht alle unsere Bücher nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren, aber auf jeden Fall mit sehr, sehr hohem nachhaltigen Anspruch. Das war uns von Anfang an bei der Gründung super wichtig.
so viel zu uns und dann zu diesem Buch. Ich möchte vorab kurz sagen, es ist super schade, dass ich als weiße Verlegerin den Titel jetzt vorstelle. Ich habe es versucht, ich habe sowohl die Herausgeberinnen und auch die AutorInnen angesprochen, aber es ist einfach ein Donnerstagmittag unter der Woche und es lebt niemand in Frankfurt. Da ist es schwierig, jemanden einfach mit an Bord zu holen. Das Buch heißt Schwarz wird groß geschrieben. Vielleicht einmal kurz zum Titel, was der Titel bedeutet, falls es nicht allen bewusst ist. Schwarz ist hier nicht eine Bezeichnung für eine Hautfarbe, sondern Schwarz bezeichnet hier ist eine Selbstbezeichnung und bezeichnet ein Konzept. Ein Konzept von Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben und sich deshalb schwarz, aber eben groß geschrieben, das ist ganz wichtig, als Selbstbezeichnung gewählt haben, um sich ganz explizit abzugrenzen von einer Hautfarbe oder von einer, wo auch immer der Mensch geboren ist, Ideologie des Begriffs. Wir sind damals als Verlag tatsächlich auf das Rosa Mac zugegangen. Es ist ein Konzept von uns als Verlag, das wir gemeinsam mit dem Rosa Mac umgesetzt haben. Das Rosa Mac ist ein Magazin von schwarzen jungen Frauen oder vor allem Flinter in Deutschland für schwarze junge Frauen Flinter in Deutschland. Den Begriff wollte ich euch erklären, aber voll gut. Dankeschön, dass das schon gemacht wurde. Wir haben dann zusammen mit Evie Oboloi, die Herausgeberin, gearbeitet und sie hat wirklich fantastische 21 AutorInnen gefunden, die alle über ihre deutsche Lebensrealität erzählen. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es sind Essays dabei, es sind Kurzgeschichten dabei, es ist sogar was Lyrisches dabei und es sind super ernste Texte, es sind lustige Texte, es ist ganz unterschiedlich, aber es ist wahnsinnig berührend und bewegend. Das Buch ist entstanden als für schwarze Menschen in Deutschland, von schwarzen Menschen in Deutschland. Das war uns von Anfang an sehr wichtig, das war den AutorInnen super wichtig. Aber auch als weiße Person möchte ich sagen und es allen ans Herz legen, es ist super gut, nicht nur Bücher zu lesen, die als Aufklärungsbuch für Weiße gedacht sind. Davon gibt es viele und tolle und es ist wichtig. Aber wirklich hier die Lebensrealitäten, so wie sie sind, abgebildet und zwar nicht für weiße Menschen zurechtgeschustert, ist wahnsinnig spannend und bereichernd. Das Buch ist, genau wie schon gesagt, Cradle to Cradle gedruckt. Wir haben eine Klappenbroschüre und wir haben auch ganz tolle, es sind nicht Illustrationen, es sind eher Collagen von einer schwarzen Künstlerin. Zeige ich mal hier, erkennt man jetzt nicht so viel. Sie können sich gerne das Buch bei uns am Stand anschauen. Wir sind hier gleich schräg gegenüber D99. Ja, perfekt. Wir hatten großes Glück, wir haben tatsächlich ein paar bekannte Namen gefunden, was uns im Marketing super geholfen hat. Alice Hasters beispielsweise oder Siani Sophia Höder. Uns war aber von Anfang an wichtig, dass das Team so divers wie möglich ist, was zum Beispiel auch wirklich von Dark-Skinned zu Light-Skinned und eben auch non-binäre Personen und so weiter stattfindet. Und was das Tolle an dem Buch ist, da ist was ganz Schönes draus entstanden. Die Autorinnen haben sich zusammengefunden als Team und sind im letzten Jahr, es ist letztes vor einem Jahr erschienen, ziemlich genau durch Deutschland gereist. Es gab wahnsinnig viele Veranstaltungen, von denen wir teilweise als Verlag überhaupt nichts mitorganisiert haben. Die Autorinnen haben sich selbst zusammengefunden, die haben selbst Dinge organisiert, haben selbst in Buchhandlungen gesprochen. Es ist super viel auf die Beine gestellt worden. Es gab sicher, ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, aber in ganz, ganz vielen deutschen Städten Events. Unter anderem Schulen haben sich dem Thema angenommen. Es gab mehrere Gymnasien, die dann dadurch in diesem Schule gegen Rassismus-Thema das Buch mit aufgenommen haben. Also es ist was wirklich Tolles daraus entstanden. Und mit der Prämie konnten wir dann auch in die zweite Auflage gehen, was für uns als kleiner Verlag auch noch überhaupt nicht selbstverständlich ist, vor allem mit dem teuren klimaneutralen Druck. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass unter anderem mit der Hilfe und vor allem mit den wahnsinnig tollen Menschen, die hier vorkommen, dieses tolle Buch entstanden ist. Dann kommen wir zum zweiten Titel von aus dem Susanna Rieder Verlag. Auseinander und entzwei. Ich glaube, dass sich der Titel des Buches geändert hat nach dem Antragen. Das ist halt auch was ganz, ganz oft passiert. Es war in unserem Fall auch schon mal so, dass sich dann im ganzen Prozess, bis die Publikation fertig ist, man doch noch mal alles umwirft oder auch nur Wörter weglässt. Und wir übergeben eben gleich die Bühne an die Verlegerin.
Noch zwei Sätze zum Susanna Rieder Verlag, auch wenn sie das bestimmt viel besser gleich selbst sagen kann. Der Verlag zeichnet sich aus durch künstlerisch und literarisch ambitionierte Kinder- und Jugendbücher, die letztendlich aber auch an der Grenze von Jugend- und Erwachsenenliteratur sind. Und auch die hochwertige buchkünstlerische Ausstattung bei den Publikationen eine wesentliche Rolle spielt. Und zudem sind auch immer wieder Übersetzungen dabei aus Ländern, die auf dem etablierten Kinderbuchmarkt hier bisher noch nicht so eine große Rolle spielen. Und die Jury war in diesem Fall besonders begeistert darüber, überhaupt, dass es ein Band mit Gedichten für Kinder ist, aber auch über das Thema, ein Buch über die Liebe, aber vor allem über das Ende von Liebe und was das mit Kindern macht. Das höchst erfolgreiche KünstlerInnen-Duo Bette Westerer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Sylvia Wewe, die, also von Bette Westerer stammt der Text, von Sylvia Wewe die Illustration aus den Niederlanden. Beide sind MeisterInnen darin, schwierige Themen in Worte und Bilder zu fassen. Besonders aufwendig an diesem Buch, das werden sie uns gleich zeigen, ist die japanische Bindung, also ein sehr besonders kunstvolles Werk. Und wir hören jetzt die Vorstellung von Susanna Rieder und ihrem Bruder Johannes Rieder. Hallo, guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und ich sage ganz kurz was zum Verlag. Und mein Bruder stellt dann das prämierte Buch vor. Unseren Verlag gibt es seit 2008. Das heißt, wir feiern nächstes Frühjahr 15-jähriges Bestehen, worauf wir auch ein bisschen stolz sind. Wir sind jetzt, glaube ich, zum 11. oder 12. Mal hier in Frankfurt mit dem Stand vertreten. Die Messe ist für uns ganz wichtig, weil es einfach so ein internationaler, interessanter Austausch auch ist. Das Verlagsprofil wurde ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Wir haben letztes Jahr den Deutschen Verlagspreis bekommen, worüber wir auch sehr froh waren, und jetzt zum zweiten Mal die Verlagsprämie vom Freistaat Bayern, und es ist wirklich, wirklich wichtig und toll, dass das jetzt gibt. Wir freuen uns sehr drüber, es ist eine absolute Chance. Verlage müssen wirklich so knapp wirtschaften und es ermöglicht Projekte, die sonst einfach nicht stattfinden könnten, und das freut uns sehr. Ich war damals auch bei dem Runden Tisch dabei, als der Preis sozusagen ins Leben gerufen wurde, und es wurde wirklich schnell und pragmatisch umgesetzt, und das ist eine tolle Chance auch. Genau. Genau, und ich erzähle jetzt noch ein bisschen was über das Buch oder über die Autorinnen und Illustratoren und auch über die Hersteller. Und was ganz witzig ist, dass auch bei Edition Struth gerade der Hersteller auch dabei war, weil bei uns ist auch die Buchherstellung immer ein großes Thema. Auch die künstlerische Umsetzung des Themas. Und wir haben das Team Westerer Wewe kennengelernt in Bologna, und wir haben, das ist inzwischen das vierte Buch, das wir von Bette Westerer machen, und das dritte Buch, was wir von Westerer und Wewe machen. Und angefangen haben wir mit dem hier. Das ist ein wirklich spektakulärer Lyrikband über den Tod, und der wirklich wahnsinnig aufwendig hergestellt ist und illustriert ist. Der arbeitet so mit Halbseiten und Viertelseiten. Und die beiden gehen an das Thema ran, völlig ohne Furcht und völlig ohne Scheu. Und beschreiben ganz verschiedene Aspekte von Sterben und Tod, beschreiben dabei aber immer das Leben. Und nehmen dem Thema so wirklich total den Schrecken und führen ihn total ins Leben. Und das haben wir irgendwie in der Form und in dieser Radikalität noch nie gesehen und waren wirklich also total verliebt in das Buch und auch irgendwie in die Herangehensweise von den beiden an Themen. Und seitdem sind wir auch so ein bisschen den beiden verpflichtet und freuen uns sehr, dass wir jetzt eben drei Bücher machen konnten, und Auseinander ist jetzt ganz druckfrisch neu rausgekommen. Und genau, wie vorhin schon gesagt worden, es geht auch wieder um ein herausforderndes Thema, um Liebe und vor allem um Trennung. Und aber genau wie in dem
überall und nirgends in dem Todesbuch, nehmen Sie auch da, gehen Sie mit wehenden Wahlen in das Thema rein und fürchten sich aber nicht vor den Problemen und Sie problematisieren auch nicht, sondern Sie nehmen die Probleme halt ganz pragmatisch an und beschreiben sie, wie wir finden, auch wirklich sehr, sehr kindgerecht und furchtlos und beschreiben auch hier ganz viele Aspekte von Trennung. Also es geht um den, es geht erstmal um Liebe und um die Herausforderung von Liebe und dann auch um die Verletzung und um das Alleinesein und um ja auch die Mühsamkeit von Trennungen, die Kinder erleben und auch die Verletzungen und aber eben auch die Vorteile. Und es gibt viele Gedichte auch drin, die sagen, naja, also vorher hatte ich eine Mama, eine Papa und jetzt habe ich zwei Mamas und einen Papa oder vier Großeltern oder acht Großeltern, das ist auch nicht so schlecht, oder ich habe ein Zuhause mehr. Und genau, und sie gehen da sehr, sehr leicht, aber nicht sehr leicht, aber sehr, sehr genau mit dem Thema um. Und vielleicht können wir das mal zeigen. Die japanische Bindung, die ist vorher schon angesprochen worden. Japanische Bindung heißt, dass die Seiten in der Mitte zusammen sind. Sag doch mal von vorne, so dass man das. So sieht das aus. Und das geht das ganze Buch. Und die Illustrationen gehen aber, also dadurch, dass die, dass der Bogen hier durchgehend bedruckt werden kann, gehen die Illustrationen, also die scheren sich nicht um ein Seitenende, sondern die gehen einfach auf der nächsten Seite weiter und fließen so durchs ganze Buch und geben eine durchgehende weitere Erzählebene. Und was auch ganz interessant ist, dass die bei jedem Buch, Westerer und Wewe, arbeiten die mit dem Herstellerteam Bogting zusammen. Das ist Hans und Sabine Bogting und das ist auch die letzte Arbeit von Hans Bogting, der ist vor 2 Jahren, letzten Herbst gestorben und gehört zu den ganz großen Grafikern und Grafikdesignern aus den Niederlanden und ja, wir haben ihn da kennengelernt und konnten jetzt da auch nochmal mit ihm arbeiten und das war für uns auch wirklich ein ganz toller Prozess, von dem wir auch viel gelernt haben und über den wir sehr dankbar sind. Und ja, genau. Wir bleiben im Genre Kinderbuch mit der letzten Vorstellung aus dem Verlag Mixed Vision. Das Buch heißt heute Abbys Traum, wurde, glaube ich, auch mit einem anderen Titel ursprünglich eingereicht. Ist auch eine Übersetzung, was vielleicht auch damit zu tun hat. Und der Mixed Vision Verlag aus München ist berühmt für seine wirklich herausragenden Bilderbücher und Jugendromane, aber auch Lyrik für Kinder und Jugendliche. Und vor allem wird auch hier das Medium Buch schon länger gesprengt. Es gibt Apps und es gibt Games, aber im Fokus steht immer Kinder und Jugendliche für das Medium Buch und überhaupt fürs Lesen und Literatur zu begeistern. Die Jury hat hier ganz besonders den crossmedialen Ansatz gewürdigt. Das ist ein Bilderbuch, das seinen Ursprung in einem Computerspiel hat und das jetzt als Bilderbuch umgesetzt wurde. Also eine gelungene Transformation von digitalen Inhalten, beispielhaft für die einzigartige Ausrichtung des Verlages, medienübergreifend zu arbeiten, daher auch der Name Mixed Vision. Der Text ist von Laurel Snyder, die Illustrationen von Kaleidos Cube,
die Übersetzung von Cordula Setzmann. Und wir hören jetzt die Vorstellung von Verleger Sebastian Zembol und Kerstin Rabe, die diesen Titel mitentwickelt hat. Ja, ganz herzlichen Dank für die tolle Vorstellung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind, Kerstin Rabe und ich. Und ich will es nochmal wiederholen, wir sind ein kleiner, unabhängiger Buchverlag aus München in dem Fall, den es seit 2009 mit einem jährlichen Verlagsprogramm gibt. Wir machen 15 bis 20 Titel ungefähr jedes Jahr. Und wir versuchen immer, möglichst hochwertige Bücher zu machen mit besonderen Themen. Und mit den Themen, die wir im Kinderbilderbuch und Jugendbuch machen, versuchen wir die Menschen, insbesondere die jungen Menschen, zu begeistern für Themen über ihre Horizonte hinaus. Genauso drucken wir auch von Beginn an unsere Bücher in Deutschland. Auch das ist uns immer schon wichtig gewesen und hat natürlich heute einen ganz besonderen Stellenwert. Unabhängig davon ist es aber so, dass wir versuchen auch immer mit all dem, Sie haben das gerade gehört, wir arbeiten durchaus immer wieder medienübergreifend, was ein bisschen mit der Aufstellung unseres Unternehmens zu tun hat, auch wenn der Verlag im Fokus steht, versuchen wir aber auch immer uns selber zu überraschen und Grenzen zu sprengen, die über die Bücher hinausgehen. Und so kam genau dieses Projekt zustande, dass wir aus einem Computerspiel, das bei uns im Haus mit entsprechenden Künstlern entstanden ist, ein Bilderbuch machen wollten. Und das war eine ganz besondere Herausforderung in vielerlei Ebenen, wie Sie sich vorstellen können. Und dazu habe ich jetzt extra Kerstin Rabe mitgebracht, die das Projekt von der Pike auf und von Beginn an betreut hat, weil Kerstin ist auch von Beginn an der Verlagsaktivitäten bei uns im Haus und ist nicht nur Lektorin, sondern verantwortlich für das internationale Programm bei uns und auch für alle Projekte, die über diesen klassischen Buchdeckel hinaus in irgendeiner Form bei uns entwickelt werden. Kerstin, erzähl doch mal, was an diesem Buch so herausfordernd war, vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen hier. Ja, also durch unsere transmediale Ausrichtung habe ich mitverfolgt, wie das bei den Kollegen aus dem Games-Bereich das Game ankam und entwickelt wurde. Und wir im Verlag haben einfach gesehen, dass das wahnsinnig tolles Artwork ist. Uns haben die Illustrationen wahnsinnig gut gefallen. Und dann haben wir überlegt, was wir aus diesem Game machen könnten. Also wie können wir es in ein Buch umsetzen? Und da das Game immer oder Games bei uns immer eine ältere Zielgruppe haben als die Bücher, die wir veröffentlichen, haben wir erst mit einer Graphic Novel geliebäugelt und haben dann überlegt, könnte man so ab 12 vielleicht machen oder ab 14. Und uns wurde dann sehr schnell bewusst, dass es sehr, sehr, sehr viel Aufwand bedeuten würde, eine Graphic Novel zu machen, weil man eben sehr viel Bildmaterial braucht, das noch nicht vorhanden war. Und so kamen wir eben auf ein schönes Bilderbuch, damit auch diese wahnsinnig tollen Illustrationen zur Geltung kommen. Die Developer des Games haben uns dabei sehr eng und sehr offen und toll geholfen, indem sie Screenshots dann in Absprache mit uns aus dem Game gemacht haben. Ein Illustrator hat dann die Screenshots noch aufwendig bearbeitet, damit die malerischer werden, weil das Game zwar an und für sich schon wirklich ganz toll wirkte optisch, aber zum Beispiel hatte die Hauptfigur keinen Mund. Und damit Kinder sich mit der Hauptfigur auch identifizieren können, haben wir gedacht, die braucht mehr Ausdruck im Gesicht. Und das wurde dann zum Beispiel gemacht und auch die Tableaus, die Landschaften wurden malerischer gestaltet. Und dann standen wir noch vor der Entscheidung, welche Autorin wir beauftragen mit dem Text. Und es ist keine Lizenz, sondern wir haben tatsächlich Laurel Snyder, eine amerikanische Autorin gewinnen können, die bei uns schon mal in Lizenz ein Buch veröffentlicht hatte. Und wir fanden die ganz toll und haben dann einfach mal ihre Agentin angesprochen, ob sie Interesse hätte. Und wie der glückliche Zufall so möchte, ist die Autorin sehr games-affin, beziehungsweise hat zwei Jungs zu Hause, die auch sehr viel Computerspiele spielen. Und dadurch haben wir ihr das Game geschickt und sie hat sich da durchgeklickt und hatte da großen Spaß dran. Und die Herausforderung bestand vor allem darin, die Story aus dem Game runterzubrechen auf eine jüngere Zielgruppe, weil es einfach thematisch und erzählerisch für eine sehr viel ältere Zielgruppe gedacht war.
Das ist ihr wirklich gut gelungen. Sie hat einen schönen, auch poetischen Text geschrieben, den wir dann haben übersetzen lassen. Und ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass uns die Förderung sehr geholfen hat, das Projekt auch international auszurichten. Also wir haben natürlich den Text auf Englisch mit einer relativ bekannten amerikanischen Autorin entwickelt im Hinblick auf den Lizenzverkauf, dass wir damit auch rausgehen können und da unsere Games international vertrieben werden, dann auch die Märkte ansprechen können, in denen das Game erschienen ist und die dann auch Interesse an dem Buch zeigen, hoffentlich. Und ja, also es ist wirklich ein rundes Projekt geworden. Also alle Beteiligten waren auch zufrieden. Es ist nicht immer einfach, Menschen aus unterschiedlichen Sparten und Branchen dann zusammenzubringen. Aber in dem Fall muss ich sagen, es ist wirklich sehr gut gelungen und genau, ist ein schönes Buch draus geworden. Ja, vielen Dank, Kerstin. Was würdest du denn sagen? Vielleicht noch eine Frage an dich, die das Projekt ja betreut hat. Was war denn das Herausforderndste für dich bei diesem Projekt? Weil es ist ja ein eher ungewöhnliches Buchprojekt bei uns. Also ich würde sagen, auf jeden Fall die Zielgruppenfrage, weil also das Problem haben wir öfter bei Mixed Vision, weil wir oft Titel haben oder Lizenzen einkaufen, ich sag mal, die künstlerisch wertvoll sind, die einen tollen Text haben, aber wir beraten dann oft, was ist denn die Zielgruppe? Gibt es eine Zielgruppe? Erreichen wir die Zielgruppe? Und eben, wie gesagt, bei dem Projekt war das so, dass das Game eigentlich für junge Erwachsene konzipiert ist und das dann in ein Bilderbuch umzubrechen, ist gar nicht so einfach gewesen. Und aber ich finde, es ist ein Bilderbuch geworden für jung und alt. Also es hat auf jeden Fall auch die Zielgruppe der Bilderbuchliebhaber, die gar nicht so klein ist, also die einfach diese schönen Bilder, eine tolle Geschichte mögen und die sich das auch für sich selbst kaufen und nicht nur für die Kinder. Was am Thema auch liegt, weil es am Ende eine Parabel ist, letztlich, in der sich jeder wiederfinden kann. Es geht letztlich darum, sich von seinen eigenen Fesseln zu befreien, die man sich über das Leben hin aneignet oder angeeignet bekommen hat. Ja, also insofern ist es in der Tat ein Buch, was alle Altersgrenzen durchaus berühren kann. Vielen Dank, Kerstin. Vielen Dank für die Möglichkeit hier bei der Kurt-Woll-Stiftung auch nochmal und auch beim Ministerium, dass wir das hier vorstellen durften. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass diese neuen Auszeichnungen und Prämien existieren, weil, Sie haben es gerade gehört, es wäre nicht möglich gewesen ohne. Danke. Und damit kommen wir auch zum Ende und möchten uns sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und an alle, die jetzt hier gerade auch ihre Bücher vorgestellt haben, einen herzlichen Dank für die Präsentationen. Ich habe selbst wieder auch sehr viel Neues gelernt und finde es auch einfach besonders spannend, mehr über einzelne Titel dann zu hören und über die individuellen Herausforderungen und dass auch Prozesse umgekehrt werden. Also, dass Bücher zu Filmen werden, ist ja relativ üblich, aber dass ein Film oder ein Computerspiel dann ein Buch wird, durchaus sehr ungewöhnlich. Und was ich finde ich auch, was die Jury unglaublich toll gemacht hat, aber vielleicht liegt es auch einfach nur an diesen tollen, großartigen Verlagen, die sich bewerben um die Auszeichnung. Es ist einfach eine wahnsinnige Bandbreite, die dort sichtbar wird. Und ich glaube, allein diese 30 Titel, die bisher bei Bayerns beste Independent-Bücher ausgezeichnet worden sind und die Titel, die inzwischen realisiert worden sind durch die Verlagsprämie, zeigen einfach, was allein jetzt in einem Bundesland, in Deutschland, da schon passiert und warum es einfach wahnsinnig notwendig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, unabhängige Verlage gehen Risikos ein und die sind teilweise so, dass es immer wieder auch doch eine Gefahr gibt, das nicht mehr unendlich weitermachen zu können, gerade auch jetzt heutzutage, wo die Papierpreise noch mehr steigen, die Logistikkosten höher werden und so weiter. Deswegen mein ganz herzlicher Dank an Frau Donahue, dass Sie nach wie vor so aufmerksam uns zuhören und unsere Sorgen sehr ernst nehmen und also das möglich machen, das hier auf der Messe präsentieren zu können und jetzt gerade die letzten fast 50 Minuten mit mir hier durch die Veranstaltung geführt haben. Herzlichen Dank. Danke. Ja, vielen Dank, liebe Frau Käsmeier. Also ich bin jetzt auch, also so das Dank ist voll in alle Richtungen. Für mich war das jetzt auch eine Premiere, für uns alle,
dass wir hier gemeinsam dank der Kurt-Woll-Stiftung, herzlichen Dank an alle, die hier beigetragen haben, auch technisch, Frau Kallies, vielen Dank, Herr Dehler sehe ich jetzt gerade nicht, aber dass wir jetzt auch so schön hier sehen können, wie groß diese Vielfalt dieser Titel ist. Ich danke allen, die hier präsentiert haben, also das ist für mich auch so, dass ich da diverse Titel noch gar nicht kannte und natürlich auch diese Geschichten dahinter, also niemand kann diese Titel so schön vor und so interessant vorstellen wie Sie selbst. Und insofern finde ich das sehr beglückend, dass wir hier dieses Forum bekommen haben. Und ich möchte Sie jetzt auch noch mal einladen. Also der Explore Media Stand, der ist ganz in der Nähe. Sie müssen nach vorne und dann rechts gehen. Da können Sie die anderen Titel der Bayern Independent Bayerns beste Independent-Bücher noch sehen. Wir haben uns hier ein bisschen konzentriert auf die Verlagsprämien-Bücher, weil die dort nicht repräsentiert sind. Kommen Sie, wenn Sie in München sind, gerne am ersten Adventswochenende zum Markt der unabhängigen Verlage. Es war für uns gestern eine ganz große Freude und Ehre, dass die Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorbeikam und uns spontan eingeladen hat und gesagt hat, wir sollen doch bitte bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auch einen Büchertisch machen. Und das werden wir tun und dort eben auch vertreten sein. Also das hat sich gestern so beglückenderweise ergeben. Und Ihnen, liebe Frau Käsmann, nochmal ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Moderation. Sie selbst mit Maro Verlag sind hier auch vertreten. Sie haben die Titel gesehen und haben sich heute aber so bescheiden zurückgehalten. Natürlich hätten Sie auch sehr viel zu erzählen über mehrere, ich glaube, es sind 3 oder 4 Titel inzwischen, die Sie ja, die ausgezeichnet wurden. Und es sind insgesamt jetzt 46 ausgezeichnete Titel in 3 Jahren. Und da machen wir einfach weiter. Und es macht ganz, ganz viel Spaß und Freude Ihnen. Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit für Bibliodiversität und für eine vielfältige Kulturlandschaft in Bayern und natürlich ja, im deutschsprachigen Raum in der ganzen Welt. Sie leisten einen wichtigen Beitrag. Und im Universum.